Was passiert, wenn man die Dekompression abbricht? Lass mich das Wort bitte nicht nochmal aussprechen. Noch einmal. Nein. Einmal. Nein. Also, wir waren gerade erst im sicheren Tod entkommen und... Naja, wollen wir tauschen? So sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Warum? Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? In deiner Arschritze. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins mal und wurde Bier betrunken. Holen. Und er hat uns beim nächsten Supermarkt, ne? Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, tschüss, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Hat sie das mitgenommen? Oh oh. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Viel Spaß mit eurer Nachstory. Danke. Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Ach lol. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Na, das klingt doch gut. Ich sehe die Fotos, die du gemacht hast. Ich habe aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Ah, oh, ich mag Love Stories. Ich gehe mal unter Deck kotzen. Oh, du bist. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich suche sie. Entspann dich. Ja, bleib weg von mir. Hey, ich komm mir Dinger nicht angucken. Gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Ich darf mir nicht angucken, WTF. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Nein, wir haben mit Dingen gucken. Warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Ich freue mich für euch. Ich kann es darf sich nicht bewegen? Ah, lustig. Nee, es sah auch gerade echt komisch aus. Da war auf einmal so ein helles Blitzen und zack, da drin. Ja, das helle Blitzen hatte ich auch, weil das Wasser so gespiegelt hat. Kann ich die auch anschalten? Denke seit ein paar Monaten drüber nach. Hört sich jetzt dumm an, aber ich weiß nicht, ob es zu früh ist. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Wow, das sieht echt schön aus. Du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Seenotrettung, okay. Was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Logisch. Biologie, Mann. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Ich such dann jetzt mal Julia. Ich bin doch gleich wieder da. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Jetzt müssen die zu zweit... Naja, okay. Hab ihn. Gehen wir hoch. Ja, dafür mussten die jetzt unbedingt Komm zu zweit... Komm her, mein Feger. Ja, okay, war klar. Schön. Wir müssen zurück. Genau, hier. Danke, da war eine peinliche Unterhaltung hier gerade. Ja, ich habe ihn abgehalten, eine Nummer zu schieben. Ah, wer hat dann das Video gelb geworden bei dir?
Quatsch. Wie immer kein Widerstand. Nein, ich hatte keine Entscheidungsmöglichkeiten, okay, aber Leute, sie hat halt auch keinen Bock. Her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Huh. Und es war wohl eine Seenotwache. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Ja, genau. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Cornwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Das habe ich nicht so rausgefunden. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Alter, ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Aha. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt. Ihr habt zu viel. Naja, also... Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Hm. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Sie ist so eine kleine Voodoo-Frau, oder? Nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Was? Was ist denn das für eine Sache? Da will sie ein bisschen aufziehen, ja, glaube ich, ne? Ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Bermuda-Dreieck. Ja, bei einem Horrorspiel. Gebe ich ihm recht. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank. Dass wir das davon noch retten können. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Wo ist die Taschenlampe? Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Erstmal drüber nachdenken. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Oh mein Gott. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Hallo? Sehr hilfreich manchmal. Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Die andere Moment, nehmen soll. Du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also... Wer war's? Mhm. Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Ja, ansonsten hätte ich dem Bruder an die Flinte umgehen. Bin derselbe. Öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Ja. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Ja, da zieht ein Gewitter auf. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Alter. Ach, das ist furchtbar. Hey, oh, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner.
Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Alles klar, weißt du. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also bei so einem Wetter möchte ich nicht auf so einem kleinen Boot sein. Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Miau. Also er trinkt echt kein Bier mehr. Du hast ihn kaputt gemacht und einer hat ihn wohl echt zersetzt. Wer will schon seekrank sein? Ich habe gerade Mulan gelesen. Ich spiel Conrad. Ich darf Alex spielen. Tritt ihn! Nein! Oh, scheiße, zu spät. Nein, noch. Ich hab ihn verdrückt, scheiße. Ich nicht. Ich hab ihm eine reingehauen, ey. Jetzt habe ich eine Waffe am Hals. Ja, ich hab jetzt auch eine Waffe am Hals. Oh, das geht. Moin. Ich hab meinem Typen da eine Flasche ins Gesicht geflimmert. Oh, nicht schlecht. Mensch, Conrad hat ja richtig Muskeln. Ich könnte ihn jeden Moment vielleicht sterben lassen. Ich spiele ihn nämlich. Ja, ich spiele hier Alex. Also wir sind die beiden, die Männers. Na, aber vielleicht wird natürlich ein Leben lassen. Ich überlege. Es gibt auch noch Brad. Es gibt drei Männer. Ja, stimmt. Aber Brad, naja. Er ist ein Mann. Warum darfst du zuerst entscheiden? Weil ich entscheiden darf, wenn ich erstmal einen Knebel. Na, was macht ihr da? Achso. Ja, hätte ich auch bei dir machen können. Ich dachte mir so, nö. Ach so ist das. Ja, weil, weißt wenn du es was? Entscheidung. Ja, willst du mir was sagen? Nein. Du bist so ein Arsch, ey. Ey, du bist schon kein bisschen schlauer, als wenn ich dich in Knebel. Das tut nicht weh, oder? Du bist gemein. Ja, hab ich dich jetzt auch in Knebeln soll? Aber jetzt, ich frage mich schon, warum noch alle bis auf einen kneben weghaben. Ja, ich werde alle getötet, bis auf mir. Bis auf mich. Aufhören! Nein! Siehst du, ich hätte jetzt auch schreien können, please. Also, toll. Na, das wird doch nichts, oder? Oh, krass. Ist sie beweglich. Ja, dann kann ich den Knebel. Da habe ich zu viel Bauch für. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Und Hölle. Wir müssen uns befreien, sofort. Es hat mich zuerst angeguckt. Keine Chance. Scheiße. Konntest du das entscheiden oder machst du das einfach so? Er macht gerade jeden Scheiß von alleine. Ach so.
würde gerne Entscheidungen treffen, aber darf ich nicht. Ui. Ah, Arschloch. Ich komme später. Ich komme später. Hey, nein! Ich habe versucht, dich zu retten. Hast du gar nicht. Ich habe ihn ins Bein. Ich bin auch immer gefesselt. Ich habe ihn ins Bein getreten. Du hörst die kleine Lady. Au. Oh nein. Mm. Au. Sorry. Was geht da vor? Was ist? Er wird verprügelt, ich sehe es. Oh Gott, Julia. Sie schlagen Körner zusammen. Wir müssen schnell hier raus. Okay, was können wir tun? Worüber reden Sie da? Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Okay, der Kollege will ich doch knallen. Ich provoziere zu gerne. Ja und? Sie wollen rausfinden, ob jemand weiß, dass wir sind. Ey, jetzt habe ich nicht umgebracht, oder? Oh oh. Langsam. Ruhig. Was macht ihr da? Okay, okay. Ich hab's hingekriegt, dass er mich nicht umbringt. Ja, wir sind gleich frei, glaube ich. Deshalb packe ich immer eine Nagelschere ein. Dann hört mal lieber auf damit. Mit einer. Okay. Was? Wir sollen aufhören, uns zu befreien? Sie kommen zurück. Hi. Oh! Die haben Brett nicht gefunden. Oh Himmel, Conrad! Naja, er lebt noch, also. Ich hatte ein Messer im Kopf. Halt! Halt nein, Alex! Aufhören, lass sie los! Alex. Hier, Bastarde! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Der fragt gar nicht, wo ist dein Knebel, wo sind deine Fesseln? Verlass dich drauf, den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich, geht ihm gut. Okay. Kannst du mich irgendwie befreien? Dreh dich um. Also, nicht lass mich raten. Freiwillig. Hab bei deinen Entscheidungen dabei? Versteck deine Nein. Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie. Versteck deine Hände, er stand eben klopfend du an der Tür. Du hast an die Tür geklopft! Ich hab keiner gesehen. Der ist sowieso ein bisschen dumm. Siehst du, er blutet am Kopf, also. Ja, der hat mir eine Flasche ins Gesicht gezogen. Nein, ja, deswegen ist er so ein bisschen neben der Spur wahrscheinlich. Hey, hey! Bist du okay? Was war los? Hey, alles gut. Hey, sie haben nichts ist gemacht. Okay? Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Ach so, okay, krass. Alex, tut mir so leid. Oh nein. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Oh hey. Nein. Scheiße. Schon gut, schon gut. Hauptsache, wir haben uns. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Segel? Können wir nicht einfach wieder abhauen? 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Nein. Es ist ein Schnellboot. Der Chef, ich habe eine Vision gesehen. Conway fuhr mit dem Boot weg und wurde abgeschossen. Boot ist keine Option. Hm. Gehen
wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, da ausschalten. Überraschen wir sie. Nehmen die Knarre. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greife sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Oha, ich stelle gleich ordentlich Action ab. Okay, dann los jetzt. Meinst du, ich bin schon dafür bereit? Ich und Crickton sind nicht die besten Freunde. 2, 3, 4. Oh. Das ist schon auf 7, ne? Guck mal, spiel dich selber so. Die wird nicht lernen. Scheiße. Ach du Kacke. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Tut mir leid. Will dir nicht wehtun. Bleib hinten! Halt die Augen offen! Bursche. Geh aufs Boot! Hol Hilfe! Los! Das Kind will mich umbringen, Olson. Hä? Nett? Oh. Lass ihn los. Oh, oh. Jetzt! Alex, das ist verrückt! Hast gewonnen. Bring sie nach unten. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Wie kann das jetzt schief gehen? Ich weiß auch nicht. Setz euch! Naja, er hat eine Knarre, also. Du. Was willst du dagegen machen? Ja, aber meine hätte auch den Typen, den er hatte, das. Okay, jetzt. Gut, abstechen ist nicht die Option, aber. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la! Ou je te mets mon poing dans la gueule! Oh, da weiß ich, wie man mit einer Frau redet. Hallo? War ein Spaß! Da war Sarkasmus! Komm her. Was hab ich für einen Eindruck bei dir gemacht? Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Julia kann's. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Conrad, du hast es versucht. Okay, jetzt haltet die Fresse! Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist, Süße. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Ah!
Oh, ich habe zu spät reagiert. Entschuldigung. Sitzen bleiben, alle. Ist jetzt du, was passiert? Komm jetzt mit. Warum ich schon wieder? Ich habe keinen Bock mehr da oben zu sein. Was zum Teufel geht hier vor, Alex? Julia, bist du okay? Ja, mir geht's gut, aber anscheinend ist sonst gar nichts gut. Hey, das reicht. Kein Gerede. Das ist kein Spaß. Spaß stelle ich mir anders vor. Nö. Ich renne nicht mit dir. Du und deine Freunde hatten kein Recht, auf unser Boot zu kommen. Mensch, Schnauze. Ihr versucht Hilfe zu holen, es hat nicht geklappt. Hey. Alex, sei still, okay? Das ist für diesen Typen wohl sehr wichtig. Boah, ich wär... Nein! Oh, scheiße! Ich hab noch Panik gegen den Kopf bekommen. Der Kriminelle hat mich gerettet. Ich hab eine Scheißpanne gegen den Kopf bekommen, ey. Also, ich wäre fast vom Boot gefallen. Hat das auch Nachwirkungen, wenn ich fast eine Pfanne gegen den Kopf bekommen habe? Du blöder Idiot, wir ertrinken noch alle! Raus hier! Hä, hey, wo seid ihr dann? Ach da. Hey! Bewegung! Jetzt! Danke, schätze ich! Was ist passiert? Aha. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Brad ist unter dem Stockbett. Nicht. Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. Nicht, dass er da unten ertrinkt, ne? Ja, die jedenfalls ich auch, aber ich bin mehr fürs Raushelfen. Brad, Kumpel, komm raus! Los! So ist besser, glaube ich. Nein. Meine Entscheidung. Wir haben ja weggeworfen. Das im Ärmel. Meine genau? Entscheidung, er hätte eh nichts ertrinken können gegen drei. Besser als wenn er da unten ertrinkt. Ein er großes... Er hat mit seiner Brille alle in die Flucht geschlagen. Ja, das hat er wohl auch noch nicht gesehen, oder? Und da waren es nur noch null. Alle sind noch am Leben. Ach echt? Das hätte auch anders kommen können. Siehst du, ich habe Brad gerettet, glaube ich. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Man kriegt jetzt eine, oh, man kriegt eine Entscheidung. Hallo, na was wohl? Sie sind ich hab, komm, sich Wasserwolle. Nicht einig. Der eine sagt ja, ja war klar. Und der andere sagt nein. Ach, das haben wir gemeint, sorry. Wenn Sie Kooperation eine Chance geben, dann sind die Ergebnisse vielleicht angenehmer. Sorry, ich hab den Text nicht gerallt. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht.
und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Flachmann. Ja, Prost. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Das war der Tipp. Psst.